Und er meinte, ja, nee, das hat mit dem Skript auch nichts zu tun, sondern ich habe vor 5 Jahren schon mal versucht, sowas einzubauen, als er noch gar nicht Partner bei uns war. Oder vor 4 Jahren, keine Ahnung. Und habe daraufhin eine negative Bewertung bei Google bekommen. So, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Ja, ich sitze hier wieder mit dem Alex und heute geht es wieder um ein spannendes Mindset-Thema, was wir auch entdeckt haben in der Zusammenarbeit mit einigen unserer Partnerbetrieben. Ist auf dem Kongress tatsächlich rausgekommen. Ah, okay. Ist auf dem Fachfirmenkongress also rausgekommen. Ja. Das offenbart ein Mindset-Problem, was Ja. Also einige das haben. Beispiel ist auf den Kongress rausgekommen, was wir jetzt gleich Ja. bringen, und das offenbart, wie du sagst, genau Ja, das lass uns Problem. doch mal starten. Bring doch mal das Beispiel. Ich bringe erstmal das Problem, Okay. und das Grundproblem ist, sich bei leichten Gegenwind schon komplett zurückzunehmen und zu sagen, oh fuck, nein, dann besser lasse ich's. Sei es bei Kunden, bei Mitarbeitern. Diverseste Themen. Das ist in jedem Bereich anwendbar. Und das Beispiel ganz konkret ist folgendes. Also, sich vorstellen, unser Vertrieb baut darauf auf, dass, also nicht unser Vertrieb, sondern also auch unser Vertrieb, aber auch der Vertrieb unserer Partner, Vertriebssystem, was sozusagen, ne, Vertriebssystem, was wir genau, baut darauf empfehlen. auf, dass wir nur Beratungen mit Leuten machen, die auch wirklich kaufen können, sage ich mal. Also, wenn du jetzt beispielsweise eine Abschlussquote von unter 60% auf deine Angebote hast, dann machst du konkret das nicht. Weil die Abschlussquote ist dann höher. Und eine Beratung kostet viel Zeit, deswegen sollte man auch die Zeit des Beraters schonen und sollte ihn nur mit Beratungen voll machen, sage ich jetzt mal, Ja. die valide sind. Das sind Heißt jetzt verschiedene ganz Faktoren. simpel, so Budget Die ist Leute sollen das vorhanden. Budget haben, das Produkt muss da sein, also muss man Ja, liefern bauen können, können, liefern, ja. liefern, sage Abbilden ich mal, können, abbilden ne? können, Abbilden, genau. ja. Entscheider müssen da sein, diese Themen halt sind da drin. Ja. Und wir empfehlen jedem Partner, dieses Skript zu nutzen. Also, es ist ja Soll wirklich eine zeitnah Vorlage. umgesetzt werden, auch Genau, noch, ne? die diese Ja. Themen. Das werden wir für ein anderes Video tatsächlich, Ja. aber wir haben jedem Partner wirklich so ein Dokument mit, so Ein ein geskriptet ist, Leitfaden, so ein kann man sagen, Leitfaden, ne? den er eins zu eins seinen Mitarbeitern hinlegen kann, die es eins zu eins machen können. Wir haben jetzt einen Partner, schon lange war uns Partner, auch erfolgreich, sehr erfolgreicher Partner bei uns, auch in der Mastermind. Und bei dem ist es so, da ist jetzt beim Kongress rausgekommen, so gemeldet und gesagt, ja, was mache ich denn, wenn ich aufgrund dieses Vorfilterns negatives Feedback des Kunden bekomme. Wir so, ja, was ist denn da konkret passiert? Weil normalerweise, wenn du das Skript so einhältst, passiert das nicht. Na, weil das halt wirklich sehr, sehr solide geschrieben ist, sehr, sehr entspannt auch geschrieben ist, ohne den Kunden jetzt irgendwie da unter Druck zu setzen oder so. Ja. Dann meinte, ja, nee, das hat mit dem Skript auch nichts zu tun, sondern ich habe vor 5 Jahren schon mal versucht, sowas einzubauen, als er noch gar nicht Partner bei uns war. Oder vor 4 Jahren, keine Ahnung. Und habe daraufhin eine negative Bewertung bei Google bekommen. Ich so, ja, okay, gut. Wie oft hast du das gemacht? Ja, keine Ahnung, ein paar Tage getestet, dann kam direkt die negative Bewertung. Okay, was stand da so drin? Ja, da stand irgendwie drin, dass halt sie keinen Termin bekommen hat und so und die das nicht gut findet und dies, das, jenes. Dann ich so, okay, du hast aber ein anderes Skript gehabt, ein eigenes. Ja, weißt du noch, was das war? Nee, wusste da nicht mehr. Okay, dann meinte ich, okay, nehmen wir ein Beispiel. Wir haben einen Partner bei uns in der ersten Reihe sitzen gehabt, der schon sehr lange auch Partner bei uns ist, der dieses System auch schon perfektioniert hat für sich, ne? Der auch zwei Leute hat, die Vorgespräche machen, die am Ende vier Vertriebler vorlegen und die Vertriebler eine Abschlussquote von irgendwas um die 60, 70, 80% haben, je nach Vertriebler auch. Haben gefragt, du, ich sage jetzt mal Kollege, ohne den Namen jetzt zu sagen, Nennen wir ihn wie ist das bei Peter. euch? Nimm ihn Peter. Ja, Peter, wie ist es bei dir? Wie funktioniert es bei dir? Habt ihr schon eine negative Bewertung bekommen? Ja, wir haben letztes Jahr auch drei, vier negative bekommen. Wieso, okay, bezogen auf das Skript? Nee, bezogen gar nicht auf das Skript. Andere Dinge waren das so. Ne? Ah ja, okay, aber auf das Skript bezogen? Nee, noch nie. Der macht das seit über einem Jahr mit einer Vollzeitkraft und die zweite Vollzeitkraft seit einem halben Jahr ungefähr dabei. Ja. Das heißt, der macht das wirklich in einer sehr hohen Schlagzahl. Also er macht da Ja. wirklich 10, 15, 20 Gespräche am Tag. Ja. So, jetzt ist es so, dass, muss man sich überlegen, was die Konsequenz ist. Selbst wenn mal eine negative Bewertung kommt, das wisst ihr selber, es gibt immer Leute, die haben einen schlechten Tag, denen passt irgendwas nicht, die geben dir eine negative Bewertung. Man sollte es in Relation setzen. Das ist ein negatives Feedback bei, keine Ahnung, hunderten von Gesprächen. Selbst wenn das erste Gespräch ein negatives Feedback gibt. Frag dich, hätte ich was anders machen können, wenn alles gut gemacht wurde? Gut, vielleicht hätte ich bei so einem schlechten Tag gehabt. Wenn danach bei den nächsten 5 Gesprächen noch drei negative Feedbacks kommen, da musst du dir Gedanken machen. Aber es kann sein, dass das eine das einzige bleibt. Ja. Und du die nächsten 100 Gespräche kein einziges negatives Feedback Ja. bekommst. Ja. Und was der Partner sich jetzt quasi rausgenommen hat, oder was er, also der es nicht umgesetzt hat, was für ihn jetzt verloren gegangen ist, seine Vertriebler hätten in der Zeit wahrscheinlich 50% mehr Umsatz machen können, Ja. wenn er das gemacht hätte. Ja. Was das an Geld kostet, was da an Umsatz verloren gegangen ist über 5 Jahre oder 4 Jahre, Ja. irgendwas dazwischen. Ja. Muss man sich mal überlegen. Wegen Ja. einem negativen Feedback, was kam. Ja, diese eine negative Ja. Referenzerfahrung hat ihn dann quasi Ja. wahrscheinlich mehrere hunderttausend Euro, wenn nicht mehr, gekostet, ne? Wahrscheinlich Also Millionen gekostet bei der wahrscheinlich Größe, die Millionen er hat. gekostet, ne? Weil dieses Skript, das führt natürlich dazu, oder dieser Leitfaden, wenn der, weil das ist ja eben das Thema, damit sorgen wir ja dafür, dass der Vertrieb immer in der gleichen Qualität sozusagen Exakt. die Anfragen qualifiziert für das Beratungsgespräch, ne? Damit wir eben nur sinnvolle Beratungsgespräche auch führen, ne? Und dafür nutzen wir halt diesen Leitfaden, damit das auch immer in der gleichen Qualität gemacht wird. Und jetzt hat sich der Kollege eben entschieden, das eben nicht zu machen und dann Ja. einfach nur so, ja, frei Schnauze, sage ich mal, Ja. sozusagen, das Ganze zu machen. Und das führt dann natürlich dazu, dass man extrem viel
ja, einfach Potenzial verschenkt. Potenzial verschenkt und Effizienz auch liegen lässt. Das sehen wir auch ganz häufig im Bereich Mitarbeitergewinnung. Wenn man einmal eine schlechte Erfahrung mit Mitarbeitern gemacht hat, und das Witzige ist, dass die meisten schlechten Erfahrungen mit Mitarbeitern, oder eigentlich alle liegen immer am Chef, und die meisten liegen, also man kann sagen, der Chef ist auch schuld, wenn der Mitarbeiter auswählt, deswegen liegen alle am Chef, das ist klar. Aber auch die, wo die gute Person ausgewählt wurde, liegt trotzdem, also auch dann kann es sein, man wählt die richtige Person schon aus und macht trotzdem den Fehler, ihr falsche Strukturen an die Hand zu geben zum Beispiel. Die Person kommt, kriegt kein richtiges Onboarding, mach mal die Arbeit, und da war das, dass er schon mitdenkt, dass er schon 10 Jahre im Betrieb ist wie die anderen, ist er aber nicht. Und dann sagt man, ich habe eine schlechte Erfahrung gemacht, ja, der Mitarbeiter auch. Ne? Ja. Da soll man sich selber mal hinterfragen. Ist denn der Standard, den ich damals hatte, der gleiche Stand, den ich heute noch habe, der gleiche Stand, den ich haben möchte in Zukunft? Weil man sagt, nee, ich habe mich weiterentwickelt, ich bin nicht mehr die Ein-Mann-Bude oder die Drei-Mann-Bude, die jetzt irgendwie, was ja auch okay ist, ne? Die jetzt irgendwie alles auf dem Schirm haben muss, wo jeder alles wissen muss, sondern ich habe jetzt halt einen 10-Mann-Betrieb und ich kann jetzt neue Leute tun. Oder ich sage vielleicht, ich bin immer noch die Drei-Mann-Bude, ist ja auch kein Problem, aber ich möchte wachsen. Dann muss ich damit klarkommen. Erfahrung hin oder her. Und das ist immer ganz wichtig. Eine ganz wichtige Referenz ist ja, andere Leute haben es auch geschafft. Wenn es andere Leute geschafft haben, das war auch, dann kannst du es auch schaffen. Das war auch der Punkt, wie, wie der Partner auch dann auf dem Fachfrauenkongress, jetzt erinnere ich mich gerade wieder, das Thema eingeleitet hat, weil er hat gesagt, ja, zu dem Vertriebssystem nochmal, ich nutze das gar nicht so, wie ihr das empfehlt. Ich würde es aber gerne nutzen. Ich würde es gerne nutzen, weil ich finde das auch genial, aber wir haben deswegen mal, also eine schlechte Bewertung bekommen. Bekommen. Und dann haben wir das Ganze mal aufgedröselt und geschaut, okay, was heißt denn deswegen? Ja, ich habe vor 5 Jahren mal Ähnliches in irgendeiner ähnlichen Variante was probiert. Ähnliches gemacht und darauf eine schlechte Bewertung bekommen. Ach so, also du hast gar nicht dieses System verwendet, also diese Leitfäden, sondern irgendwas anderes, vielleicht irgendwas Komisches auch. Und damit ist es dann schon, okay. Und dann, und die Geschichte hattest du ja gerade schon erzählt, wie es dann weitergegangen ist. Und deswegen hat er dann aufgehört, das zu machen. Also, aber du kannst selber auch selber identifizieren, ob du solche und so, ob du so ein Mindset-Problem auch hast oder sowas gemacht hast, wenn du eigentlich etwas machen wollen würdest, es aber nicht gemacht oder nicht mehr machst oder nicht machst, weil du mal eine negative Erfahrung hast. Ne? Und du musst dir auch immer bewusst sein, auch in dem Fall, es ist ja was Gutes für den Kunden. Und wenn dann am Ende ein Kunde schreibt, nee, ich finde das nicht gut, dass ich hier nur ein Vorgespräch bekomme und dann am Ende mir gesagt wird, dass mir das Unternehmen gar nicht helfen kann. Wenn er das reinschreibt, ist das in Ordnung, dann kann man auch kommentieren. Ja, tut uns wirklich leid, dass wir nicht helfen können, aber es macht ja keinen Sinn, ihre Zeit zu verschwenden. Das kann man ja kommentieren, Zeit, da spricht ja gar nichts dagegen. Ihre Zeit auch nicht sinnlos. Also das sind Kollateralschäden, die halt passieren werden, aber die nicht schlimm sind. Nee. Weil die spiegeln nur deine Philosophie. Und jeder, der dann sagt, nee, also ich finde ein Unternehmen, was, obwohl es nicht helfen kann, nicht berät, nicht gut, der wird auch bei dir kein Partner werden. Der findet ja eh nicht, also der passt ja eh nicht zu dir. Ja. Muss ich auch klar machen. Also man muss sich wirklich einfach einmal vielleicht klar machen, was bin ich auch bereit hinzunehmen, wenn ich dafür genau diese Lösung bekomme. Ja. Und du wirst feststellen, du wirst viel weniger hinnehmen müssen, als du denkst. Punkt 1. Punkt 2, die Sachen, die du hinnimmst, werden sowieso Dinge, die ansonsten schiefgelaufen werden. Weil sonst, nur mal angenommen, die Person wäre beraten worden, dann hätte die nach der Beratung vielleicht geschrieben, dass die Bewertung kacke war. Hätte die Bewertung trotzdem schlecht gewesen. Ja. Also das hätte Ergebnis ja nichts, ändert sich ja nicht. Exakt, das Ergebnis ändert sich nicht. Ja. Und das ist das Interessante eigentlich daran. Mhm. Nur, dass du halt was in Kauf nimmst, was er seit Jahren sich schon wahrscheinlich gedacht hat, oder zumindest seit er unsere Schulungsunterlagen dann gesehen hat, kriegt ja jeder Partner von uns immer Schulungsunterlagen. Ja. Seit er die gesehen hat, hat er sich wahrscheinlich gedacht, scheiße, ich will das genauso umsetzen, das ist voll genial. Aber nee, negative Bewertung, das schiebt er seit 1,5 Jahren oder wie lange auch immer vor sich her. Ja. Und das ist halt krass. Wichtig, dass man sowas dann auch ehrlich erkennt, ne, und das dann auch anspricht, ne, weil nur so kann man das lösen. Hätte er das jetzt nicht angesprochen und nicht mit sich selber dann nochmal... Würde er in 10 Jahren noch so arbeiten. Würde er noch so arbeiten. Und jetzt mit dem Standard, mit dem er nicht zufrieden ist, muss man auch sagen. Ja. Ist ja nichts, was wir ihm aufdrücken oder so. Ja, das heißt auch da wieder am besten sich jemanden suchen, der schon das gelöst hat für einen oder der das schon aktiv im Einsatz hat. Ne? Genau, und fragen, was waren denn wirklich die Probleme, die passiert sind. Ja. Und wie gesagt, also bei uns auch so in den Beratungen, wir empfehlen halt nichts, wo wir nicht 100% wissen, dass das Ganze auch sich rechnet, sich lohnt, dass es halt keine großen Probleme mitbringt und trotzdem gut funktioniert. Und es scheitert meist tatsächlich daran, dass die Partner es falsch umsetzen, wenn es dann mal nicht klappt. Aber auch da kann man dann reden, auch da kann man gucken, auch da kann man nachbessern. Es ist ja nicht der Stand, den wir jetzt haben, der Endstand. Ja. Hätte auch sein können, dass wenn er mit seiner Kollegin gesprochen hätte, vielleicht hätte die 2, 3 blöde Sachen gesagt. Wenn sie es nicht mehr gesagt hätte, wäre er vielleicht dann mit seiner Variante weitergekommen. Ja. Okay. Sehr gut. Würde ich sagen, war wieder einiges dabei. Ja? Wenn dir es gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da, lass gerne ein Abo da. Na? Folg uns gerne. Und ansonsten dir noch eine erfolgreiche Zeit und hoffentlich halten dich jetzt nicht auch irgendwie kleine Luftzüge davon ab, dass du Sachen nicht umsetzt, die du eigentlich machen möchtest. Ja, und wenn doch, sprich sie mit jemandem durch. Oder schreib uns in die Kommentare, was es sein könnte. Ja, alles klar, bis dann. Ciao. Jo, ciao.